So, Leute, jetzt geht's weiter. Ja, Probleme da oben. Das ist das, was ich befürchtet habe, aber der hat sich da oben sehr, sehr geschwächt. Die Frage ist, was würde das kosten? 72. Ja, dann machen wir das, weil wir brauchen die Infanterie auf jeden Fall da oben. Ohne Infanterie geht hier gar nichts. So, die Bomber kommen hier hin, das ist gut. Boah, das war gut, das war gut. Da können wir jetzt nachsetzen. Sehr schön. So. Du hier hin. Sehr schön. Und du hier drauf. Perfekt. In einer Runde alles hier gekillt. Ist hier wunderbar. So. Die Flak mal ein bisschen zentral hier hin. Infanterie. Mal hier hin. Wenn ich mit dir hier hingehe, 1,5, hier nochmal drauf. ...1,5 ohne Verluste, oder? Ja, sehr schön. Gut, du hier hin. Die Artillerie hier hin. Der Jäger setzt hier nach. Hier hin. Du deckst hier eigentlich alles ab, deswegen ist das unnötig jetzt hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Also, die zwei da wegzukriegen wäre natürlich jetzt ein Traum. Kann jetzt hier nichts machen, weil der... Da steht eine Pack, das ist halt ein Problem. 1,3, dann würde ich den doch erstmal holen. Also ihr werdet jetzt gleich eh hier lang, das heißt, dann werdet ihr dem jetzt hier eh eine verbraten. Sind nur Umwegen, also das dürfte kein Problem darstellen. So, also die Hoffnung ist, dass die jetzt wirklich direkt hier nachrücken und Druck machen. Sonst könnte das jetzt hier gleich übelst wehtun. Luftwaffe, würde ich sagen. Das dürfte aber eigentlich nicht sehen, oder? Deswegen sollte eine Verlagerung noch hier jetzt möglich sein. Die haben hier unten alles im Griff. Naja, dass der hier, die zwei hier sind halt echt... Aber hier kommt man wirklich durch und dann wäre hier Ruhe. Dann könnte ich mit denen da hoch. Die könnten dann hier. Und ein kleiner Trupp geht dann hier ein bisschen lang. Gut. Ja, sehr gut. Er greift den hier an, ist schon mal gut. Ja, ihn auch hier, wunderbar.
4 Schaden macht der mir da oben. Oh. Ist nicht dein Ernst. Nein, ich komme da nicht hin. Oh. Doch, 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 ich komme da hin. Ja, weil die hier so inaktiv sind. Die hätten jetzt eigentlich hier mehr machen müssen. Scheiße. Gut, wir könnten dann ein, zwei Jäger hier runter mal setzen. Zwar euch zwei. Kann ich hier einen Bomber? Ich muss da oben Bomber hinschicken, das sonst. Okay, komm du mal hier hin. Bewegt sich doch nicht, du sollst. Hier. Okay. Hier hin. Hier hin. Infanterie. Wir machen das. Wir müssen hier hin, ja. Geht nicht. Es geht nicht anders, aber die kriegen das momentan nicht auf die Reihe hier. Ne, den lasse ich hier nicht frei. Ne, dann... Weil die jetzt nicht richtig angegriffen haben. 1-3. Okay. Oh, hätte die jetzt richtig angegriffen, wäre ich da oben durch. Ist das nicht nur mal ein bisschen übertrieben viel Einheiten? Ah, Mist, das ist eine Flak. Wir gehen hier drauf. Ja, ich finde, das ist ein bisschen übertrieben viel an Einheiten hier. Normalerweise müsste ich dich doch jetzt nochmal bewegen dürfen. Moment mal, hast du deine Einheit gerade gekauft? Och nö, komm. Ey, das ist jetzt echt ein Witz. Ach, das ist ja kacke, ey. Und klaffen dir da Einheiten kaufen? Ihr könnt einfach so Einheiten kaufen.
Ja gut, da oben wird das wohl nichts. Weil das ist jetzt etwas, wo eigentlich nicht sein dürfte. Ich verstehe nicht, warum so eine 0815-Flak mir da so einen Schaden macht. Kapiere ich nicht. Ja, sorry, aber das ist nervig halt auch, weil ich weiß nicht, was der an Ressourcen hat. Der hat vielleicht sogar gar nichts mehr an Ressourcen und kriegt die dann einfach so geschenkt oder so. Ja, das ist halt echt, nee, das sind Dinge, das. Das ist unübersichtlich. Das ist sehr unübersichtlich gemacht hier. Weil ich krieg hier keine Meldung, was hast du an Ressourcen, was hat er nicht an Ressourcen. Das sind Dinge, die muss ich wissen. Ja, das da oben kannst du vergessen, weil der repariert dauernd, schickt Einheiten nach. Die sind viel zu schwach, weil die kriegen es einfach nicht hin. Ich finde es halt scheiße, dass die KI hier meine Einheiten steuert. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Das ist schlecht umgesetzt. Das ist einfach sehr schlecht umgesetzt. Das dürfte nicht sein, dass eine KI einfach meine Einheiten hier steuert. Nee, das ist Kacke. Das mag ich gar nicht. Also echt, weil dann kannst du gar nichts machen. Du kannst nicht koordinieren richtig und. Ja, er sitzt halt hier so. Ey, vier Einheiten. Wenn die KI jetzt clever ist, haut sie den da raus. Da kann ich ja nichts machen. Kann ich nichts machen. So, und jetzt, warum greift der? Ja, er greift die Pack an, okay, ist nicht so verkehrt, aber warum hat er jetzt nicht die Infanterie da angegriffen? Da wäre die jetzt schon mal ordentlich geschwächt, wäre raus. Hat der sich gerade da in der Stadt geschwächt? Übel. Hat er sich da gerade in der Stadt geschwächt? Übel. Okay, wir gehen hier hin. Mal gucken, ob ich den da irgendwie hinlocken kann. Okay, lassen wir mal so stehen. Naja, komm. Den muss er doch knacken können, locker. Ist doch ein Witz jetzt. Also geht doch. Okay, der bleibt da unten einfach passiv stehen. Ist in Ordnung, kann ich mit leben.
hier war der Druck, ja. Drei unterdrückt, zwei, eins, drei. So, die müssten mit einem Angriff hier hoffentlich reinkommen, spätestens im zweiten. Dann den hier irgendwie ausschalten. Ich hoffe, dass sie das auf die Reihe kriegen. Ja, das ist halt scheiße, weil ich muss halt wissen, was hat der an Ressourcen, dann kann ich das viel besser koordinieren. Der peppt sich da die ganze Zeit auf und ich weiß nicht, warum, weshalb, wieso. Okay. Der ist hier eingesperrt, das ist schon mal gut. Vier unterdrückt, wunderbar. Gut, das müsste jetzt reichen. Tut's auch, wunderbar. Ja. Sehr schön. Perfekt. So, das klappt. Der peppt ihm immer wieder auf. Das heißt, dadurch kann er dann halt nichts machen. Gut. Oh, warum bewegst du dich? So, sind die auch eingesperrt? Wunderbar. So, die Flak. Wie, der ergibt sich nicht. Es ist doch echt zum Kotzen. Und hier genauso, der hat da angegriffen, da war der geschwächt, warum hat der nicht nachgesetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch echt zum Mäusemelken, ey. Wie die KI hier agiert. Ey, das ist zum Kotzen, ey. Ja, ich sage mal, dass er es irgendwie auf die Reihe kriegt. Ich hoffe es. Obwohl, muss er nicht. Ich kann hier direkt nachsetzen. Wunderbar.
So, dann schicken wir dich jetzt hier hin. Du hier lang. Und du dann hier lang. Mist, ey, weil die scheiß KI nicht richtig nachsetzt, ey. Dann hast du hier nur Probleme, ey. Flugplatz hier brauchen wir auf jeden Fall. Den Bunker, da kann ich nichts machen. Ich habe keine Pioniere. Och, weiß auch nicht, woher ich die nehmen soll. Ey, der steht da mit 4 Einheiten. Dass der da nichts macht, ist ein Wunder. Ich hoffe, dass der das Ding da hier nicht erobert. Bei dem Flugplatz berechtigt ich schon. Okay, und jetzt... Warum lasst ihr den jetzt da unten abhauen? Oh, aber bitte, ey, wo ist die? Ich verstehe die Logik hier nicht. Ja, natürlich, er steht auf dem Fluss und ich krieg's voll auf die Fresse. Willst du mich verarschen? Du stehst auf dem Fluss und ich krieg's ab? Das ist ja wohl eine ganz miese Nummer jetzt hier gewesen gerade. Das war jetzt eine richtig miese Nummer. Was steht denn da? Eine Pack. Ich weiß nicht, ob ich da oben hinkomme. Ich weiß es echt nicht, weil das sieht irgendwie nicht gut aus, weil der hier Sachen macht, wo wirklich abenteuerlich sind. Komm du mal hier lang. Der greift hier nicht richtig an und so, den verstärken wir auch mal. Und die schaue ich auch mal hoch. Hier unten macht er gar nichts, kann ich mit leben. Hier unten muss ich den nur angreifen, dann macht er auch nichts. Wunderbar. Ja, das hilft ein bisschen jetzt. Artillerie. Wir gehen mal hier rein. Also du kannst hier hin. Das war doch schon mal ganz gut, okay. Die Flak bleibt hier in Position. Ja, das war jetzt eine richtig miese Nummer hier mit dem Panzer. Der steht auf dem Fluss und ich krieg's voll ab. Du bleibst hier stehen. Das Problem ist hinten diese Pack, ne? Die deckt hier alles. Die sind hier eingesperrt, also... Aber Problem ist halt, dass die das hier oben nicht auf die Reihe kriegen. Das ist doch nicht zu glauben, echt. Problem ist, wir haben ja noch hinten irgendwo dieses verdammte, diesen verdammten 15er Panzer und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß es echt nicht und das macht es halt nochmal doppelt so schwer. Mist. Endlich.
So, hier machen wir einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.